Traum eines jeden Kindes war es doch mal, auf einem Pferd zu reiten. Um dem Traum heute ein Stückchen näher zu kommen, stehe ich jetzt hier vor dem Gestüt Lindenhof. Und mich interessiert einfach mal, was kommt auf mich zu, was muss ich beachten, wenn ich einfach mal reiten ausprobieren möchte, was erwartet mich. Hinzu kommt, dass hier auf dem Gestüt Lindenhof reine Islandpferde nur sind. Und was es mit denen auf sich hat, was an denen besonders ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Der Lindenhof selber steht nun seit über 200 Jahren in Altenberge. Vor 35 Jahren wurde dann das Gestüt Lindenhof gegründet, welches mittlerweile über 100 Islandpferde beherbergt. Ich treffe jetzt die Leiterin der Reitschule, Anna Eschner, die auf dem Lindenhof ihre Schüler auf das Reiten, den Umgang mit Pferden und auch auf Turniere vorbereitet. Hallo! Hallo! Jakob Jung. Anna Eschner, hallo. So, was muss ich jetzt tun? Was ist der erste Schritt, wenn ich reiten möchte? Ja, erstmal brauchen wir ein Pferd natürlich und wenn du dann hinterher auch wirklich reiten möchtest, dann muss man ja auch ein bisschen was an deinem Outfit ändern. Okay. Also zum Beispiel feste Schuhe brauchst du, die möglichst über den Knöchel gehen. Jeans ist am Anfang okay, hinterher, wenn man dann weiter reitet, ist es ganz gut, wenn man so eine Reithose anhat, weil gerade das auch das Knie geschützt wird dann hinterher. Mhm. Helm ist natürlich wichtig, aber ich würde sagen, der erste Schritt ist, dass wir jetzt ans Pferd gehen. Dann holen wir ein Pferd. Ja, super. Alles klar. Islandpferde sind zwar vergleichsweise kleiner, aber die zotteligen Tiere haben es definitiv in sich. Neben der Tatsache, dass sie seit über 1000 Jahren komplett reinrassig sind und somit für ihre Robustheit bekannt, macht sie vor allem der hervorragende und einfach liebevolle Umgang mit Menschen so beliebt. Gut, wir gehen jetzt einmal hier in den Paddock rein und wir nehmen uns jetzt den jungen Mann hier, das ist Rapfaxi, der kommt. Wie heißt der? Rapfaxi. Rapfaxi. Jetzt nimmst du ihn einfach mal mit zu dir. Und jetzt gehst du einfach ganz selbstbewusst und der folgt dir. Und dann gehen wir hier raus. Was ein cooles Gefühl. Das ist, keine Ahnung, du hast ein extrem wuchtiges Tier gleichzeitig. Und es geht dir aber so sanft mit. Das ist ein cooles Gefühl. Komm. Halt. Genau. Dann nimmt man die Pferde an. Und jetzt ist er erstmal fixiert. Und dann käme der nächste Schritt. Dann putzen wir den. Okay. Dann haben wir erstmal eine grobe Bürste. Ich mache den noch schnell sauber. So, du kannst ihn nehmen. Aha. Da fährt man quasi mit der Hand rein. So. Genau, ist ein Plastikstriegel. Genau, dann komm einmal mit. Ihr macht Spaß! Ich besorge mein Pferd. Es ist voll beruhigend. Und das Pferd ist süß. Ja. Ich dachte echt, Pferde sind viel struppiger und kratzbürstiger, aber das ist ja voll weich, wie so eine große Katze. Eine 350-Kilo-Katze. Als nächstes werden die Hufe geputzt oder ausgeschabt. Das ist ein bisschen so, als würden wir unsere Fingernägel sauber machen. Natürlich das Putzen nicht vergessen. Und als nächstes kommt natürlich der Sattel. Ja, komm. Okay, machen wir eine Drehung. Nehmen wir den Sattel. Boah. Der kommt jetzt darüber. So, jetzt brauchen wir aber noch die Trense zum Anhalten und zum Lenken üben. Dieses Ding, was man dann in der Hand hat? Genau, das Ding. Okay. Hol ich. Entschuldigung.
So, jetzt müssten wir Helm und Gerte holen. Okay. Gut. So, ja? Okay. Gut, jetzt zeige ich dir einmal, wie man aufsitzt auf ein Pferd und wie man da drauf sitzt. Und jetzt gehe ich mit dem linken Fuß, wenn er das dann möchte, in den Steigbügel rein und dann hole ich ein bisschen Schwung, lehne mich hier so drüber und gehe dann ganz langsam und sanft in den Sattel rein und nehme den anderen Steigbügel auf. Ist das ein heikler Moment, wenn man das erste Mal auf so ein Pferd steigt? Oder bei so einem Pferd wie Rappfaxe nicht, bei manchen Pferden schon. Okay. So, jetzt, du brauchst die Zügel noch nicht in die Hand nehmen. Aber du nimmst dir mit dem linken Fuß den Steigbügel auf. Also rein da? Genau. Die rechte Hand geht hier oben an den Sattel, die linke geht da an die Mähne und ich halte gegen. Und dann probierst du es einfach. Genau. Und wichtig ist, langsam in den Sattel reingleiten, nicht reinplumpsen. Also ich schwinge mein Bein jetzt aber hier so rüber, ja, oder? Genau. Zuerst kommt das Becken auf den Sattel. Genau. Oh Gott. Oh. Aber gar nicht so verkehrt. Cooles Gefühl. Und jetzt sage ich, ich führe ihn erstmal und du gewöhnst dich erstmal an das, okay, Gefühl. Einverstanden? Okay. Gut, dann gehen wir nämlich in die Richtung. Okay, Rappfaxe, komm. Oh, oh. Okay, das ist cool. Wow. Ein sehr befreiendes Gefühl. Das ist wirklich cool. Wow. Schluss, dann zeige ich dir noch die anderen Gänge, die das Pferd hat. Ja, das war Wohlbefinden. Achso, ist das. Ja, genau. Was kann ich dem jetzt geben, damit ich ihm signalisiere, dass ich mich auch wohlfühle? Absitzen. Was ist denn jetzt das Besondere an den Islandpferden? Ja, ich glaube, dass man das schon jetzt gerade so ausmachen konnte. So, als du gerade das erste Mal auf dem Pferd warst, der war brav, der war nett, der hat dir nicht nach dem Leben getrachtet. Und sie sind sehr ausgeglichene Pferde. Dadurch, dass sie einfach auch draußen leben und im Offenstall leben, können sie mit ihren Artgenossen spielen und sind einfach sehr wirklich sanftmütig zum Menschen. Aber ich kann sie für alles nutzen. Also ich kann sie als Anfängerpferde nutzen, ich kann sie wunderbar zum Geländereiten und Wanderreiten nutzen, also auch mehrere Tage am Stück reiten. Aber sie haben natürlich auch eine sportliche Nutzungsmöglichkeit. Es gibt auch große Turnierklassen bis hin zur Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Holland stattfindet auch, wo man auch sich da sportlich beweisen kann in unterschiedlichen Wettbewerben. Aber eigentlich ist es auch so, wie es jetzt auch ist, ein Freund und ein Partner. Also die Islandpferde haben noch zwei weitere Gangarten drauf, die normale Pferde nicht haben. Also normalerweise gehen die Pferde Schritt, Trab und Galopp. Das ist das, was wir so auf Dressur- und Springturnieren sehen. Und es gibt aber auch noch die sogenannten Gangpferde. Dazu gehören auch die Islandpferde, die ein bis zwei weitere Gänge haben. Also den Tölt und den Rennpass. Was ist das Besondere an den Gangarten? Naja, der Tölt ist natürlich toll, um es mal so zu sagen. Im Tölt habe ich die gleiche Fußfolge und ich habe keine Schwebephase. Das heißt, es ist immer mindestens ein Bein am Boden und egal in was für eine Geschwindigkeit ich reite, vom Schritttempo bis zum Galopptempo, sitze ich bequem im Sattel. Was ist denn für Sie generell, Reiten geht ja als Sport, und was ist denn für Sie das Besondere an diesem Sport im Gegensatz zu anderen Sportarten einfach? Dadurch, dass es mein Beruf ist, lernt man natürlich, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, jeden Tag neue Facetten. Wir haben in diesem Sport, wo wir es mit dem Lebewesen Pferd zu tun haben, lernen wir nie aus. Es gibt jeden Tag was Neues und sind immer wieder Situationen, wo man denkt, ach, jetzt habe ich das endlich verstanden und das nach 20 Jahren noch und das ist natürlich schon cool. Damit geht ein Tag zu Ende mit vielen Eindrücken, der mir echt Spaß gemacht hat. Besonders in der heutigen gestressten Zeit ist das Reiten eine wirklich passende Abwechslung. In diesem Sinne, nehmt die Zügel selber in die Hand.